Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer. Wir sind heute mal ganz woanders. Wir sind in Alaska bei der Alaska Railroad mit einer GP38 und sollen hier bei ein paar Abstellgleisen mit der Industrie ein paar Wagen holen und dann ins Hauptyard bringen. Das werden wir machen. Bevor wir da jetzt loslegen, kleines Vorwort, diese GP38, mit der wir jetzt gleich fahren werden, die ist nicht original. Die hat ein Soundpack von mir gekriegt. Beziehungsweise ich habe es nicht gemacht, ich habe es neu installiert, aber sie klingt jetzt richtig, richtig gut und ich dachte, das zeige ich euch jetzt mal. Ich gehe mal aus der Pause raus, hier sagt nur der Dispatcher, dass wir soweit die Clearance haben, dass wir hier auf der linken Seite fahren dürfen und wir dürfen weiter nach Encho Range gehen, Dispatcher aus. Alles klar, wir gehen auch aus der Pause raus und dann hört euch mal diesen geilen Sound an. Das ist jetzt der idle Sound. Wir werden erstmal den Isolate-Switch umstellen, beziehungsweise der Bremser sagt gerade, wir müssen zuerst nach SA Metals Lead und da drüber fahren, damit wir dann in deren Siding reinfahren können. Und wir müssen die Weichen selber stellen und wenn wir hier auf die Nebengleise sind, dürfen wir maximal 15 Meilen pro Stunde fahren. Okay, also, Isolate-Switch haben wir umgelegt. Glaube ich zumindest, dass er jetzt umgelegt ist. Motor geht nach oben. Richtung sei dann nach vorne. Dann schauen wir uns die Lok mal von außen an. Ah, oh, so ein geiler Sound. Nice. Okay, dann würde ich sagen, Bremsen lösen. Coole Effekte. Ist aber original nicht so. Und dann schauen wir mal, ob wir hier abfahren. Ah, ich glaube, ich habe den Isolate Switch da nicht richtig getroffen. Das ist mir vorher auch schon passiert. Gehen wir mal auf neutral. Drücken nochmal I. Ah, jetzt ist er. Nochmal nach vor. Und das gleiche nochmal. Ah, besser, jetzt haben wir auch Power. Ah, schöne Lokomotive, muss ich schon sagen. Oh, da kommt gerade ein Kollege vorbei. Auch der Kollege hat ein Sound-Update gekriegt. Schauen wir uns das mal so an. Ah, war ein langer Zug hier hinten dran. Okay, hier dürfen wir dann gleich mal ein bisschen Gas geben. Werden wir auch machen. Wir gehen mal auf N3. Das ist das Zittern. Sehr nice. Also wenn es für eine Lokomotive irgendwie Soundpacks gibt, dann installiert es das. Das ist einfach so ein viel besseres Erlebnis. So, und davor müssen wir dann gleich mal irgendwo halten. Klingt fast gleich gut. Wie beim Transit World 2. So, da fahren wir es mal gleich anhalten. Und da auf das Nebengleis da links rein. Ein bisschen vorsichtig mit der Bremse. Ich fahre jetzt gerade nicht sehr oft mit amerikanischen Loks. Vor allem nicht, wenn sie einen Enhancement-Pack drauf haben und dann das alles ein bisschen realistischer ist. Ich hoffe, wir sind hinten drüber. Ja, sehr gut. Dann bremsen wir mal hier rein. Bremst aber langsam hier.
Hat der auch mal ein Ende? Ah ja, da hinten. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, wo wir gerade als nächstes hin müssen. Wir sollen Drop-Off vor Empty Gondolas. Achso, die, was wir jetzt hier drauf haben, sollen wir da hinten gerade hinstellen. Das können wir machen. Okay, wir können jetzt zurück in die SA Metals Abstellgleise und sollen da unsere vier leeren Wagen abstellen. So, einmal rückwärts. Nice. So, gehen wir mal ein bisschen Schnackes. Ich glaube, die Glocke lassen wir jetzt auch mal an. So als Warnsignal. Oh, wir sind zu schnell. Die beschleunigt echt schnell. Gehen wir da auf Release. Sieht aber eher mehr aus wie Holz, als wie wenn das eine Metallverarbeitung hier ist. Ja, wobei, das da hinten ist vielleicht irgendein so ein Schmelzding. Keine Expertin sowas. Aber das ist definitiv Holz hier. Ja, okay, hier ein paar alte Autos und so. Was soll das denn sein? Soll das irgendwie Schrott darstellen? Okay, Glocke ist aus. Ein bisschen hier rein, werden wir ein bisschen bremsen. Sind eh schon wieder schnell. Ja, sieht aus wie so eine Art Hochofen da hinten. Okay, bitte anhalten. Wunderbar. Dann, wenn wir die alle hier mal die Handbremse anlegen und abkoppeln. Oh, ich kann gar nicht. Ich kann das nicht in dem Interface machen. Warum nicht? Muss ich das jetzt hier so machen? Gehen wir mal ganz kurz nach vor. Okay. Abgekuppelt. Wir gehen. Also, wir now run south from our pickups. First proceed and stop at SML's lead. Stop clear of the signing switch. Okay, wir sollen erstmal wieder zur gleichen Position wie vorher fahren. Damit wir dann zu den nächsten Sachen kommen. Das werden wir machen. Wir schalten wieder vorwärts. Bremsen gelöst. Mal kurz einen Warmpfiff. Los geht's. Okay, wo müssen wir danach hin? Free covered hoppers to the back of. Okay. Vielleicht auch gerade mal, wo das ist. Oh, wir müssen mit der Redtour fahren. Und hier hinten die drei Wagen holen. Ja, ist kein Problem. Na, ja, sogar leichtes Kurvenquietschen. Oh, die Signale hätte ich jetzt fast übersehen. Aber Gott sei Dank haben wir grün. In Alaska ist jetzt um die Zeit ein bisschen frisch, kann es sein? Das ist doch so ähnlich wie in Südafrika, oder? Na, Moment, das ist totaler Spaß, muss ich gerade sagen. Na.
Okay, einmal anhalten bitte. Okay, dann einmal Retour. Ich werde den Führerstand jetzt nicht wechseln. Und okay. Ich glaube, wir müssen straight nach hinten. Wir werden uns gerade mal die Weichen prüfen. Schauen wir mal. Wir sind da. Genau, proceed. Okay. Weiche wird umgelegt. Und schauen wir mal, wie es jetzt hier aussieht. Das sieht okay aus. Also, dass wir da hier so schön reinfahren können. Okay. Gut. Abfahrt. Im Original natürlich da mit Ohrschützern unterwegs sind auf der Maschine. Krass. Ja, da müssen wir mal eine echte Tour mit der machen. Geil. So, ich bin mir gar nicht sicher, was gesagt hat, aber eben, die Lichter kriege ich irgendwie nicht an, bis auf die Nummernschildbeleuchtung. Die Hebel habe ich angeschalten, im Test. Das passt alles, aber sie gehen einfach nicht an. Wollen wir mal gucken, was es ist. Okay, geht's jetzt hier schon rein oder beim nächsten? Na? Oh, es geht hier schon rein. Entschuldigung. Oh, da sind wir viel zu schnell. Eigentlich gleich mitnehmen können. Okay, Bremsen wieder gelöst. Hat jetzt keiner gesehen, dass wir da so schnell rein sind? Ich arbeite jetzt mal hier nur mit der Lokbremse. Die reagiert auch schneller als die normale Zugbremse. Okay. Schön sachte daran. Wunderbar. Okay, we can now push back further and couple onto the two loaded gondolas at SI Crab. Also wir sind noch weiter zurück, damit wir noch zwei Wagen mit Müll drin aufsammeln sollen. Schauen wir mal auf der Karte, wo das ist. Show Task. Ach, das ist hier weiter hinten. Okay, dann schauen wir mal wegen der Weiche. So, da. Alles klar. Okay, wir müssen retour, nicht vorwärts. Da bin ich hier draußen, bin ich spare mal ein bisschen, wenn ich, dass ich die Loki immer über die Stufe 3 bringe. Ich habe gerade in der Aufnahme gesehen, es ist ziemlich explodiert vom Sound-Level.
Aber das müssen wir vielleicht von innen einmal machen. Schauen, wie es da dann ist. Sollte ja dann ein bisschen gedämpft sein. Was ist das da eigentlich alles? Baumaterial, also Ziegel und so. Okay. Ja, die ganzen Industrien nebeneinander. Stellt sich mal vor, mit dem Soundband aus dem Marias Pass rauffahren oder so. Wo die Lok mal wirklich zum Arbeiten hat. Oh, ich glaube, das mache ich. Da kriege ich gerade Laune. So, da hinten stehen sie auch schon. Ja, mal schauen, dass wir jetzt hier nicht so schnell reinkommen. Und wenn es ausgeht, können wir dann da gerade wieder auf die Hauptstrecke fahren. Oh, die stehen da gerade direkt am Puffer. Mehr bremsen hier noch. Ja, wunderbar. Okay. Wir fahren jetzt bis nach Tünnigen West und können weiter nach Norden, ungefähr eine Weile, und dann soll man bei SR Universe Siding, also bei der SR Universe Abstellgleise, bei dem Switch, da wir dann reingehen, also die Weiche. Danach sollen wir anhalten und zwei so Boxcars abholen. Schauen wir mal kurz auf der Karte. Show Task. Also wir sollen jetzt hier wieder auf die Hauptstrecke, das ist kein Problem. Da muss man hier die Weiche umstellen. Ah, da müssen wir selbstständig wissen, wo wir hier anhalten müssen. Okay. Das ist ja gar nicht mal so weit weg. Das ist ja gerade da vorne. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Und dann werden wir die Lok mal ein bisschen ärgern, wenn wir hier auf der Hauptstrecke sind. Mal schauen, wie das hier drin klingt. Langsam anfahren hier. Stufe 2. Genau, mal eins runter, damit wir nicht zu schnell sind beim Rausfahren. So, und jetzt Stufe 3, 4. Schauen wir mal. Ja, wesentlich gedämpfter. Okay, jetzt nochmal zum Vergleich draußen. Nice. Und das ist noch nicht mal Maximum Schmackes. So, ich muss mir das mal kurz da einblenden. Er ist gerade beim nächsten hier. Bringt der hier gar nichts, wenn wir hier 45 drauf gehen, wenn wir da vorne schon anhalten müssen. Ja, mal auf die linke Seite. Komm, Spiel. Oh, Spiel. Was ist das hier? Ja, gerade da vorne geht's dann rein. Das heißt, wir gehen mal in die Ansicht hinten wieder. Lass mich hier richtig anhalten. Ah, das macht Spaß, mal wieder mit dem Zug zu fahren. Ich habe die letzten Stunden damit gebracht, für Transport FIFA ein paar Folgen aufzunehmen. Was ja auch Spaß macht. Aber so eine Loki selber fahren. Ja, hat schon was. Und den Sonntag darf ich dann vielleicht
eine echte Lok fahren im Lokorama. Das wäre noch was, auch wenn es nur Rangierfahrten sind, aber immerhin. Also einmal bauen, einmal fahren und einmal richtig fahren. So, da können wir ein bisschen langsamer werden hier. Ah, Gott sei Dank ist hier nicht sehr viel Verkehr. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir hier das wieder frei gemacht haben. Oh shit, ich hätte viel früher bremsen müssen. Hui. Ja, also das mit dem Bremsen muss ich definitiv noch üben. So, dann gehen wir schon mal auf rückwärts. Dass ich die Engine da schon mal einstellen kann für das. Okay. Bremsen gelöst. Und retour. Mal die Glocken hier wieder an. Man hört so ganz leichte Turbo-Pfeifen. Müsste eigentlich nicht hier irgendwo so ein Magnet sein da für den Bahnübergang? Dass der jetzt weiß, dass wir da runterfahren, oder ist das automatisch in dem Blocksektor dann an, wenn sich hier eine Lok befindet? Mal schauen, wenn wir dann weiter rausfahren, gucke ich mal, ob ich irgendwas bei den Schienen sehe, was ausschaut wie so ein Sensor. Beziehungsweise, wenn du jetzt hier eine Lok abstellen würdest, so für einen Tag, ne, macht es ja nicht Sinn, dass sie das natürlich die ganze Zeit an ist. Dann würdest du dann vermutlich den Dispatcher anrufen, beziehungsweise das Stellwerk, und der macht es dann vermutlich von sich aus, dass er dann hier umschaltet. Oh, ein bisschen mehr bremsen noch. Nice. Okay, drei Tankwagen bei SRR Liquid. Und das ist ungefähr 3 Meilen weiter vorne. Schauen wir mal, Show Task. Oh, das ist noch viel weiter vorne. Okay. Und dann das war das letzte. Dann düsen wir mal wieder geradeaus. Da kenne ich ja volle Straße. Naja, gut. Einziges Auto. Vielleicht Sonntag. Oder Corona. Geht jetzt die Drehzahl nicht nach oben? Nochmal zurücksetzen. Also Leistung ist da. Aber mehr Leistung. Sehr merkwürdig. Wir schalten mal kurz auf neutral. Unterdrehzahl geht runter. Okay, schalt bitte nach vorn. Und jetzt gehen wir nochmal auf N3. Ah, jetzt. Ja,
Ja, ist noch laut hier. Könnte man mit der GP40 noch fahren? Da würde mich interessieren, wie da der Sound so wäre. Und nachdem die moderner ist, dürfte es ein bisschen leiser sein. Aber auch nicht wirklich leise im Verhältnis zu unseren Loks. Okay, wie weit ist denn das? 2,5 Meilen noch. Okay, eins runter. Noch eins runter. So, Screenshot Time. Schauen irgendwie so vielleicht. Screenshot. Nice. Und hier nochmal so. Damit ihr noch ein bisschen was für mein Thumbnail habt. Naja, sind ein bisschen zu schnell hier. Da vorne kommt 30. Wissen bei euch so, seid ihr das öfter mal auf amerikanischen Strecken unterwegs? Wenn ja, welche? Und habt ihr da vielleicht so eine Lieblingslok? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Na mal, kleine Geschwindigkeitstafeln da. Okay, wo sind wir jetzt hier auf der Karte? Ah, es ist gerade dort vorne, glaube ich. Okay, wir müssen noch über eine Weiche, zwei, nach der dritten, nach dem Signal. Okay. Nächste große Industrie da. Ja, schaut, dass verkehrstechnisch hier nicht so viel los ist. Ich meine, okay, ist jetzt nicht mehr die neueste Karte. Ist schon ein bisschen her, wo die rauskommen ist. Aber wäre noch ein bisschen schön gewesen. Also Autoverkehr. Rutsche mitnehmen irgendwo. Ah, oh, das erinnert mich an den American Truck Simulator. Da könnt ihr mich auch mal wieder fahren. Ab und zu, so fünf privat, bin ich da mal ein bisschen unterwegs. Das mache ich dann für ein paar Tage und dann lasse ich sie wieder liegen für einen Monat. Ah, da hinten sind sie. Ja, haben wir doch Autos hier. Geht ja. Also der Bahnübergang da hinten wird demnächst gleich mal zugehen. Jetzt ist die Frage, sollen wir dann beobachten, ob der Zug geht, sobald wir hier die Weiche umlegen. So, gehen wir mal hier nach hinten. Bremsen bitte. Noch ist er offen. Okay, wir gehen jetzt mal kurz in die freie Kamera. Schalten hier schon mal auf neutral und einmal umlesen. Er ist nach wie vor offen. Okay, Bremsen gelöst, rückwärts, warten wir einen Moment und gehen dann mal Schmackes. Okay, ich glaube, das ist nicht gerade wirklich realistisch. Also in dem Moment, wo ich rückwärts gefahren bin, hat er umgeschalten. Nee, nee, nee. Ach ja, gibt Schlimmeres. Hehehe.
Wir müssen ja in echt mit einer mega Dämpfung gearbeitet haben bei dem Mikrofon, als sie da das Soundmodell aufgenommen haben. Ob es dann vorne gerade wieder aufgeht? Okay, wir haben wieder freie Fahrt hier. Das ist nice. Ah, es bleibt zu. Ich glaube, ich sollte mal nach hinten gehen, sonst mache ich hier wieder Blödsinn. Sehe ich nicht, wie weit sie ist. Ah, ein bisschen schnell. Ah, butterweich. Okay, und jetzt sollen wir nach Ensure Rage Yard fahren. Und this will be completed our works. Also wir sind jetzt fertig mit unserer Arbeit und wir sind bereit, da ins zu den Abstellgleisen hinzufahren. Jetzt warten wir hier noch auf die Antwort. Und um 9:28 oder später, wir haben eine Freigabe nach Notes zu fahren und auf das große Abstellgleis-Ding zu fahren. Fiat Destruction Dispatcher. Okay, es gibt dann später noch Anweisungen, was wir dann in der Abstellung machen sollen. Okay, wir gehen wieder auf neutral. Jetzt. Das nehmen wir mal machen. Und gehen wir da schmackes. Währenddessen werden wir mal die Route kontrollieren. Show. Ist jetzt gerade da vorne. Und da werden wir noch ein rotes Signal haben, vermutlich. Da haben wir noch gerade ein Collision. Hier so an. Nice. Die nicht billiger wäre, ein bisschen mehr elektrisch zu fahren. Gerade jetzt mit den ganzen Benzinpreisen. Ich meine, Dieselpower ist schon geil, aber gerade bei diesen mega langen Zügen frage ich mich nicht, ob das mit elektrisch effizienter ist. Ich meine, im Prinzip sind das hier E-Loks mit Dieselantrieb. Ist ja kein Direct Drive. Schon irgendwo eine Ironie. Das wohl gehen würde, so eine Lok umbauen, dass ein Dieselmotor auch rausmachst und dafür eine Einheit, dass du mit Oberleitung fahren kannst und dann so die Fahrmotoren ansprichst. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Einfach solange die halt ihren Saft kriegen. Wird nur vermutlich unglaublich falsch aussehen, so eine Lok mit einem Stromabnehmer hinten drauf. Okay, noch haben wir freie Fahrt. Seht ihr eigentlich, was hier die Höchstgeschwindigkeit ist? Irgendwo. Was haben wir hier? Ah, das sind nur die Frequenzen. Nö. Ein bisschen zu schnell.
Manchmal hat sie irgendwo so eine Plakette mit Max Speed. Oh, mit eingleisig. Was ich eigentlich mal machen kann, ist jetzt nochmal wegen dem Licht schauen. Dass wir... Das Instrument liegt, glaube ich, macht aber auch nichts, hä? Komisch. Scheibenwische gehen aber. Headlights. Na, komm. Die wären eigentlich an. Also, na, warte mal. Das war jetzt Rear. Front. Nochmal. Aber geht er nicht komplett mittig? Komisch. Naja. Stört mich jetzt nicht so extrem. Da gibt es Schlimmeres, wenn Sachen, also wenn andere Sachen nicht gehen. Hier die Sachen gehen auch nicht. Und im Handbuch steht H für die Headlights. Ah, Schottky. Aber da passiert nichts. Ich könnte mal versuchen für mich, die Maschine mal komplett vom Kalt aufzurüsten. Ich glaube, das einen Unterschied macht, weil die war jetzt im Szenario schon aufgerüstet. Wir werden jetzt mal hier die elektrische Bremse testen. Jetzt mal hier auf Setup. Dynamic Brake. Stufe 1. Von da draußen was? Oh, Tatsache. Oh, da fehlt eine Brücke. Ja, cool umgesetzt. Also selbst sogar innen. Wollen wir hier so auf die 2. Ja, das scheint gerade perfekt zu sein. 28,9. Keine Ahnung, wie ich auf das jetzt gerade komme, aber hier drin hat er gar keine Steckdose, gell? Nee. Heißt, Akku-Pack mitnehmen. Boah, da wäre jetzt ein Vorsignal noch schön gewesen. Das direkt so nach einer Kurve ist ein bisschen doof. Okay, komm mal raus aus der Bremse. Was haben wir denn hier? Großen See? Oder ist es Meer? Bin mir nicht sicher. Das war ja völlig groß. Könnte vielleicht das Meer sein, wobei hier hinten ist auch wieder Land. Ich habe jetzt so geografisch null Ahnung, wo hier die Strecke gerade ist in Alaska. Mit 1 wieder Gas geben wir ein bisschen. Da
Wenn ich mal dann in Amerika bin, werde ich vor allem für mein National Railway Museum gehen. Das größte Eisenbahnmuseum da drüben. Und hat so ein paar richtig geile Sachen drinstehen. Da habe ich, ich weiß nicht, ob ihr auf YouTube den Kanal Spark kennt. Da habe ich vor kurzem die eh schon alte Doku angeschaut, wo sie die, die Pacific-Lokomotiven, die zwei, der Eisenhower und weiß ich gar nicht mehr, wie die andere geheißen hat, nach York gebracht haben. Upon arrival at Edge Yard, proceed via Edge South Junction Yard, lead an Angel Yellow One Pocket and tie up your train. Power attached at Acre Lower Yard Track. Okay, das waren eigentlich nur die Fahrtrichtungen. Und wenn ich mir das jetzt hier auf der Karte anschaue. Oh, wir. Ist eh schon alles richtig eingestellt. Sollen die Lok dran lassen und dann abrüsten. Ja, jedenfalls sind die Loks halt teilweise 30, 40 Jahre lang einfach nur gestanden. Und gerade bei der Eisenhower ist es so gewesen, dass die keinen Anschluss mehr hatte ans, ans Hauptgleis. Man hat da damals den Schuppen um die Lok herum gebaut. Und es war doch spannend zu sehen, wie die die Lok da aus dem Museum rausgebracht haben. Und da waren dann alle 6 Lokomotiven in York zum Jubiläum 75 Jahre. Müssen wir mal schauen, hier fehlt schon wieder was. Das ist nicht so schön, dann müssen wir die Strecke neu installieren hier. Sind 30 Meilen pro Stunde hier wirklich angebracht? Kommt man ein bisschen schnell vor hier. Meine ganzen Freizeitfischer und Co. Ah, man merkt schon, dass er ein bisschen älter ist. Aber es geht noch. Ich habe jetzt natürlich nicht nachgeschaut, ob es für die Strecke selber irgendwie so ein Enhancement-Pack gibt. Gibt es ja für einige. Gerade damit die Navigation ein bisschen geupdatet ist und die Sachen ein bisschen schöner aussehen. Also gerade bei den deutschen Strecken sind es auf railsim.de sehr fleißig, wenn es um sowas geht. Gerade wenn von RSSLO eine Strecke rauskommt, kann es sicher sein, dass eine Woche später oder so schon das erste Enhancement-Pack da ist. Ja, aber das hat jetzt Bock gemacht auf mehr amerikanische Strecken. Mal gucken, was wir als nächstes machen. Auf alle Fälle möchte ich meine richtige Fahrt machen und gerade eine Skifahrt, so wie hier. So, da vorne ist auch schon unser Gleis. Und da hinten dann in der Abstellgruppe einmal anhalten. Ja, da ist das Depot. Jetzt zum Testen mal ein anderes Szenario gestartet, da startet es dann hier hinten. Kannst dann auch hier hinten reinfahren. Also 30 Meilen pro Stunde finde ich hier ein bisschen schnell. Ich glaube eher so 15, 20, was man jetzt vorne sehe, angemessen für das hier. Immer noch überschaubar hier, so von Abstellgruppen. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen, war auf amerikanischen Strecken. Okay, dann einmal anhalten. Ah, da hinten hast du wieder noch mehr Schrott hier. Ja, liebe Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen und vor allem auch der gigantische Sound von diesem Enhancement Pack. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Wenn ihr Bock habt, kommt auf unseren Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Also, bis dann. Ciao mit V.